So, herzlich willkommen, das sind wir wieder bei Spec Ops The Line. Und dann gehen wir mal zu Adam gleich. Oder Lugo, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ach nee, doch Adams. Das sind die Gegner. Weg ist er! Shit, mich hat's erwischt! Warte! Ja, das ist ja klar, dass das den erwischt hat. Ja, nichts Neues. Hä, warum stirbt der nicht? Zurück, Walker. Das wird helfen. Kannst du gehen? Ich komme sofort zurück. Ich übernehme die 33. Komm auf die Beine. Werfe Granate! Noch einer! Ja. Jawoll, ey, es läuft gerade richtig gut. Muss nachladen, geht mit Deckung! Hey, was ist mit dem? Aua. Ach, das sind gleich beide. Verdammt, sie umgehen mich! Gib mir Feuerschutz, Adams! Schalt ihn aus! Ich dank dich! Scheiße. Der lädt nach. Jawoll. Noch einer! Was? Boah, der wäre einfach davor gelaufen, ey. Jawoll. Ne. 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 Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich habe keine Munition mehr. Ich habe gar nichts mehr. Ah, toll. Komm, töte ihn. Du schaffst es. Verdammt, ich brauche Hilfe. Scheiße. Komm, da. Leben, 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 leben. Lade nach. Hab das Schwein erwischt. Der wäre Trupper am Boden. Trupper am Boden. Oh Gott sei Dank. Haltet sie mir kurz vom Leib! Schweine! Zurück mit euch! Er ist tot. Das war's fürs Erste. Gott wir müssen sei weiter. Dank. Kannst du gehen? Geht schon. Ich dachte jetzt echt, das war's. Wir müssen Lugo finden. Dann holen wir uns Conrad. Wir können diese Menschen immer noch retten. Ich lasse nicht zu, dass er uns im Weg steht. Klar. Ups. Das, auch bisher toll das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich ich hab dich nicht hier um deine Meinung gefragt. Drücken, um Waffe zu wechseln. So. Lade nach! Müssen wir ein bisschen Munition. Ja, genau, der hat wieder nur in der Desert. Ist klar. Irgendein Geheimnis? Nope. Walker, Adams, verdammt, wo steckt ihr? Ich sitze fest, ohne Waffen, mit einem scheiß gebrochenen Arm. Lugo! Lugo! Shit, hab ihn verloren. Das Signal kam von irgendwo nördlich. Ist doch was. Los, komm. Mhm. Das sieht schon wieder aus wie so ein Kampf. What? Das merkst du immer, wenn hier so... Ja, genau. Vorsicht jetzt, los! Scharfschütze, auf dem Boot. Wir müssen nah ran, um sie zu kriegen. Da bewegt sich einer. Aua. Einer kommt aus der Deckung. Ich komm nicht weg. Scheiße. Granate! Gegner erledigt! Wer ist Scheiße! Unter schwerem Beschuss! Oh nein.
Lol, da ist auch einer. Feind bewegt sich! Vorsicht! Ich dachte, das war eine. Muss nachladen! Gib mir Deckung! Kommt noch eine Gruppe. Ich hab den Hurensohn! Nicht solche Ausdrücke, was soll denn das? Blendgranate! Schaut weg! Weg hier! Verflucht! Ich kann nichts sehen! Unterwegs! Ist ungedeckt! Achtet auf die Schrotflinte! Welche Schrotflinte? Ach, die Schrotflinte. Tendo am Boden! Ich glaube, ich muss echt mal den Scharfschützen jetzt ausschalten. Kill ist bestätigt, verdammt! Kann nicht vorrücken, zu gefährlich! Lol, der eine ist hinter uns. Was ist denn das jetzt? Weg geht um! Die sind erledigt! Ah, ich muss mich kurz erholen. Werfe Granate! Ziel am Boden! Und jetzt? Erledige den Scharfschützen! Ich lege ihn um! Er versucht zumindest. Ich weiß, du hast es nicht so drauf, aber... Mal wieder alles selber machen. Ja, ja. Weil du dich irgendwo drauf konzentrierst, das sehe ich schon. Bisschen Munition. Passt auf die Schrotflinte auf! Apropos Schrotflinte. Das hält nur auf! Was ist jetzt? Kann man jetzt weitergehen? Ich will irgendwie nicht. Sind unterwegs! Vorsicht, sie brechen durch! Feind ausgeschaltet! So, der nächste auch mit Schrotflinte. Habe ich den jetzt erwischt? Ja, ich glaube schon. Er geht vor, also. Haha. Der nächste. Verdammte Scheiße. Das waren alle. Walker, Adams, seid ihr noch da? Wir hören, Logo. Gott sei Dank, verdammt. Wo bist du genau? In einer halb verschütteten Yacht. Die mit den angepissten Soldaten drumrum. Kaum zu verfehlen. Okay, oh, bleib, eine neue Waffe. Wir holen dich da raus. Wir müssen, Walker. Da kommt eine Patrouille. Was sind sie? Ja, ja, ne. Scheiße, zu spät. Nipper brauche ich jetzt nicht. Wer ist da? Rücke aus! Delta rückt vor! 2 Uhr! Feindliches Feuer aus dem Loch da! Was? Feindbewegung! Gut, ich glaube, da ist ein normales Gewehr. Oh! Ah, nein! Bleib unter Deckung! Alter, Digga! Holy shit! Ich bin schwer unter Beschuss! Leg ihn um! Ziel neutralisiert! Leg ihn um, verdammt! Okay! Greife Ziel an! Deckung! Nein. Oh, Alter, das war knapp. Ja, das denke ich mir, weil du wieder nicht reagiert hast. Aber auf die Beine. Du hast uns gut verteidigt. Das muss man lassen. Magazin wechseln. Der Scharfschütze muss weg. Die sind erledigt. Weg ist er. Dann ist der auch weg. Oh, das ist gut. Der hat anscheinend viel Granaten dabei. Adam, säubere das Boot. Klar, tu ja die ganze Zeit nichts anderes. Okay, er tut die ganze Zeit nichts anderes. Ich auch. Oh, bei. Nein, nicht von der Seite, Digga. Brauchen wir nicht. Sie sind tot, los. Passt auf die Schrotflinte auf. Scheiße, noch nicht abgeschützt. Er rührt sich was. Bin ich wieder in die Deckung. Ich bleib echt gerne jetzt mittlerweile echt defensiver. In dem Spiel habe ich gemerkt, dass man echt oft stirbt, wenn man nur einmal unüberlegt vorgeht. Kill ist bestätigt, verdammt! Ich habe dir gerade das Leben gerettet. Ich will erstmal mit Danke. Er ist ungeschützt! Noch mehr Feinde! Überall auf dem Boot da vorne! Aushalten! Sofort! Da rührt sich was! Nee, da ist die Streuung zu groß. Da haben wir Munition, die müssen wir unbedingt mitnehmen.
Ah ne, doch keine Munition, sondern Blendgranaten. Wieder ein Stück näher. Der ist tot! Alter ist auf dem Weg! Na? Ist jetzt tot. Achtet auf die Schrotflinte! Ich will ihn töten! Muss nachladen! Gib mir Deckung! Bin dran an dem Dreckskerl! Guck grad nur, ob hier ein Geheimnis wieder ist. Okay, der ist schon vorgegangen. Das ist schon mal sehr gut. Einer kommt aus der Deckung. Was macht ihr denn? In einer gewissen Weise. Also wenn er jetzt vorgehen würde, wenn da viele Gegner wären, wäre scheiße. Kennt er ja von der letzten Folge. Ich tauche dort ab, solange ihr Action macht. Klingt gut. Wir treffen uns, sobald sie sicher ist. Dann haben wir es wohl geschafft. Ja, dann gehen wir doch mal rein. Und? Es sind keine Gegner da. Wenn er das mal heil übersteht. Ach, ein Armbruch. Wir haben Schlimmeres erlebt. Du weißt ganz genau, dass ich das nicht meine. Wenn du was auf dem Herzen hast, raus damit, damit wir weitermachen können. Diese Mission ist Mist. Wir haben eben ein Hochhaus voller Amerikaner gekillt. Die haben uns keine Wahl gelassen. Du hast uns keine Wahl gelassen. Scheiße, was ist aus uns geworden, Mann? Nichts. Wir sind eben Soldaten. Oh, verstehe. Mein Fehler. Ja, irgendwo hat er recht, aber er hat Saar gekillt, also... Und er weiß ja, er verteidigt sich ja bloß. Die verteidigen sich ja bloß. Die haben ja angefangen zu schießen. Striker im Anrollen! Los zur Yacht! Ach du Scheiße. Sie haben einen Sperren gerufen! Scheiße! Nahkämpfer im Anmarsch! Noch einer! Handbewegung! Magazinwechsel! Werfer aus! Aus einer Unentdeckung! Granate raus! Komm nur, du Wichser! Granate! Blendgranate! Blendgranate! Endlich! Verdammt! Nein, 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 nein! Aufpassen! Rücke vor! Genau das meine ich. Einmal, wenn du einmal aus deiner Hauptdeckung gehen musst und dann ein bisschen vorrennen musst, dann sind sie plötzlich über dir, neben dir. Oh. Boah, ist das assi, weil du hast da keine Deckung. Gar keine. Mann. Halt! Halt, 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 halt. Die brauche ich. Da kommt ein Feind mit einem Messer! Los. Ihr kennt das Spiel, vorwärts! Hauptgranate raus! Bewegt sich einer! Aufpassen! Da bewegt sich was! Granate! Einer kommt aus der Deckung! So! Scheiße! Unter schwerem Beschuss! Digga, der lebt ja noch. Granate! Nach! Warum lebt er noch? Vorne ist er auch mit zwei Granaten gestorben. Schwerer Trooper ausgeschaltet! Wiederhole! Trooper ausgeschaltet! Das ist doch scheiße, wenn ich... Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Beobachte den Feind, der kommt aus der Deckung! Ich bin jetzt mit Absicht hier rein, weil... Ich gehe jetzt dahinter. Da habe ich vielleicht mehr Chancen, ja genau, da habe ich ein bisschen mehr Übersicht. Muss nachladen! Gib mir Deckung! Noch einer! Wenn du hinten hast, der gar keine Deckung gehabt, also hier, wo er gerade ist, der Adams. Unter schwerem Beschuss! Was? Wieso überleben die sowas? Nein, 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 nein. Oh, Alter. Muss nachladen. Vorsicht,
Arschgeige, Alter. Und jetzt? Ah! Nein, 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 nein! Oh Gott. Falsche Deckung. Ist der jetzt endlich tot? Nein, das gibt's doch nicht, Alter. Endlich. Feind ausgeschaltet! Gib mir Deckung! Weil mit der habe ich gar keine Muni mehr, ne? Nee. Tango am Boden! Ha. Huh. Okay, wir können da hoch. Wie? Umgeht sie! Oh, das ist Muni. Warte kurz. Sucht eine Deckung! Rücke vor! Aufpassen Sie, Rücken vor! Was? Wo kam der denn her? Ach du Scheiße. Da rührt sich was! Vorsicht, der Sandsturm kommt! Das hat uns noch gefehlt. Kann sein. Beobachtet den Feind, der kommt aus der Deckung! Was? Never, Alter. Kann nicht vorrücken. Zu gefährlich! Ich hab gerade hier ein echtes Problem. So. Ja, sorry, ich hab gedacht, du bist einer von denen. Alter, die tun echt alles dafür, dass ich verreck, oder? Strohflinte, kommt nur alle hier hoch. Wenn der Sturm sich legt, haben die keine Deckung. Legt sich einer. Dann gehören sie mir. Nee, ich gehe da lieber nicht vor. Ich wollte gerade ein bisschen vorgehen und hier die Granaten oder so holen, was da auch immer für Granaten drin sind, aber da laufen so viele gerade rum. Wenn ich bei den Granaten bin, dann erwischen die mich. 100 pro. Das war mir das so klar, Alter. Das war taktisch richtig gut. Granate schmeißen und dann. Feind getötet! Ich schnapp sie mir. Die entkommen mir nicht. Aber die können jetzt wie die Lemminge hochkommen. Da habe ich nichts dagegen. So. Und wohin wollt ihr jetzt? Wann ist alle? Ne, da unten ist noch einer. Da ist noch einer. Ah, der ist tot. Nein! Getötet. Ah ja, ohne Witz, wenn ich jetzt. Geht's jetzt besser? Nein! Nein! Ich wollte Leertaste drücken, damit er rennt. Und nicht gegen die scheiß Mauer geht. Das waren alle. Geht's jetzt besser? Oh! Kein bisschen. Oh mein Gott. Find die Logo. Guter Plan. Fuck ihn an und sag ihm, wir kommen. Ich ein Glück. Yo, Lugo, Adams, Adams. Oh, oh Gott sei Dank, ey. Lugo, was ist los? Ich hätte mich jetzt zu Tode geärgert. Ich brauch Hilfe. Die kommen her. Oh shit. Was ist los, Lugo? Haut ab. Bleib mir vom Leib. Zurück. Haut ab, verdammt. Die Menschen, oder die Einwohner. Lugo. Sekunde, eine Kuni. Wo ist du? Wo ist du, Benham Kuhn? Benham Kuhn. Ihr blöden
Bereit machen. Oh, Scheiße! Verschießt es! Alle zurück! Los! Komm, Lugo! Hoch mit dir! Hört ihr? Zurück! Los! Los, zurück, sage ich! Beeilung, Bock! Atme, Lugo! Die wollen nicht hören! Verdammt, atme! Wie geht's ihm? Antworte, Walker! Komm schon, Lugo! Und dennoch! Zurück, oder ich eröffne das Feuer! Verdammt! Die Scheißwichser hauen nicht ab, Walker! Wir schließen uns ein! Verdammt, Lugo! Bete bloß, dass er durchkommt! Lass mich schießen, Walker! Sir, ich erbitte Feuererlaubnis! Gib mir den Befehl! So eine Scheiße! Walker, gib mir den Scheißbefehl! Boah, ich dachte am liebsten. Ihr habt auch einen Mann erhangen. Einen guten Soldaten. Ach so. Ich glaube, wir müssen die erschießen. Alter. Holy shit. Aber sie haben es eigentlich, es waren alles Mörder, die haben ihn erhangen, einen guten Soldaten, der nichts gemacht hat, außer ihn helfen zu wollen. Also oder verstehe ich da jetzt irgendwas nicht, weil wir sind doch da eigentlich hin, um die zu befreien. Um sie zu evakuieren. Da geht's raus. Wurde auch Zeit. Die Hälfte von Conrads Männern baumeln an Laternenmasten. Schwarze Augen, geschwollene Zungen. Der Rest ballert auf Zivilisten. Sie nennen es Ressourcenmanagement. Alles auf Befehl von Colonel Conrad. Und doch verehren ihn diese Leute. Warum auch nicht? Sie haben Kleidung, Nahrung, Unterkunft. Und bis wir kamen, waren sie relativ sicher. Sie haben Lugo getötet, um Conrad zu schützen. Ich tötete sie, um mich zu schützen. Das rede ich mir zumindest ein. Naja, eigentlich redet er sich's nicht ein. Weil die haben doch eindeutig uns nicht vorbeigelassen und uns mit Steinen beworfen. Und es hat uns Leben abgezogen, das habt ihr selber gesehen. Naja. Falls Sie das hören können, es läuft folgendermaßen. Ich töte jetzt jeden einzelnen Ihrer Männer. Und dann töte ich Sie. Sergeant Lugo ist tot. Dafür gibt es keine Gnade. Es ist Ihre eigene Schuld. Richtig so. Alles okay? Wieso? Sehe ich etwa so aus? Das mit Lugo war nicht unsere Schuld. Erzähl mir nicht, was ich schon lange weiß. Lugos Blut klebt an deinen Händen, nicht an meinen. Bang. Conrad verdient es zu sterben, das weißt du. Und was verdienen wir? Wir kennen doch beide die Antwort. Und? Wie wollen wir vorgehen? Wir töten alles, was sich bewegt. Klingt nach einem Plan. Conrad! Delta ist hier! Der Jagdhafen ist gefallen! Die ganze Stadt ist gefallen! Alle Kopfhüter fallen! Alle sind hier stark! Kapitel 14, die Brücke. Oh. Bereit? Wieso nicht? Keiner lebt ewig. Dann mal los.
Ja, genau gewusst, wo wir herkommen, ey. Gegner erledigt! Volltreffer! Haltet sie mir kurz vom Leib! Feind bewegt sich! Vorsicht! Schalte ihn aus! Klar, wieso nicht? Ja, genau, wieso nicht? Wow. Das hast du richtig, richtig gut gemacht. Ich bin richtig beeindruckt von dir. So einen Soldaten wünsche ich mir. Komm schon. Auf die Beine! Wir müssen los! Eigentlich so, er steht direkt neben dir. Das ist ein scheiß Problem. Passt auf die Schrotflinte auf! Einer kommt aus der Deckung! Oh, Alter, das sind echt viele. Konzentriert euch auf den Balkon! Da! Gut, ich schnapp ihn! Granate raus! So wird's gemacht! Ich hab den Hurensohn! Scharfschütze! Killt ihn! Es wurde, ja, verstanden. Es wurde aber nicht dran gearbeitet, dass sobald der andere so tot ist, gemacht. Der Lugo, der schreit immer noch, schaltet ihr ist den auf dem Balkon aus, oder? Einer kommt aus der also er redet immer in der Mehrzahl, als hätte noch zwei andere unter sich, also zwei zu befehligen, aber jetzt hat er eigentlich nur einen zu befehligen. Aber er redet trotzdem in der Mehrzahl. Feind ausgeschaltet! Schweres MG! Kill! Nimm das, Penner! Reib dich! Das hält mich auf! Granate! Ja, ich warte immer noch! Tendo am Boden! Granate raus! Vollbings! Da kommen noch mehr aus dem Gebäude! Der ist tot! Delta rückt vor! Blenden und töten! Schaut weg! Rücke vor! Jo, ich auch. Okay. Wir sind schwer unter Beschuss! Haftgenote! Weg ist er! So nicht, meine Freunde, so nicht. Gib mir Deckung, ich lade nach! Ja. Okay, der ist tot. Glaube ich. Haftgenote! Gegner erledigt! Jetzt oder nie! Okay, rechts ist kein Gegner. Bewegt sich einer! Er ist Granate! Abknallen! Komm schon! Jawoll, Alter! Passt auf die scheiß Rotflinte auf! Wow, Digga, töte den. Knall ihn ab! Muss nachladen, gib mir Deckung! Ja. Okay, hier ist einer ohne Deckung! Granate! Noch einer! So nicht, mein Freund. Das ist für Lugo. Was los? Kann ich jetzt? Dann da rein, oder? Aha. Passt auf die scheiß Rotflinte auf! Werfe Handgranate! Handgranate weg von mir!
Kill ist bestätigt, verdammt! Ich glaube, ich habe ihn genau angeworfen. Da hat er jetzt keine Chance gehabt zu entkommen. Oh, shit. Nicht reingehen. Ah, der hat's überlebt. Muni auffüllen. Lade nach. Wir haben keine Zeit für diesen Scheiß. Komm! Für welchen Scheiß, Alter? Die brauchen die Muni und die Granaten. Bei so der Menge von Gegnern. So, erstmal die auch. Komm jetzt, Walker! Ja, ich bin hier schon unterwegs. Mach nicht so einen Stress. Geheimnis. Cool. Als Besatzungsmacht muss man stets ein gutes Beispiel abgeben. Befolgen Sie aus diesem Grund die nachfolgenden Protokolle. Achten Sie stets auf ein gepflegtes Erscheinungsbild. Kein Fraternisieren mit Zivilisten jeglicher Art. Außer Dienst die Musik bitte auf einer vernünftigen Lautstärke halten, sodass die hiesige Bevölkerung nicht gestört wird. Keine Drogen oder Stimulantien, es sei denn, sie werden durch medizinisches Personal verabreicht. Für Alkohol gilt ein Bier pro Mann und Tag zu einer Mahlzeit, falls verfügbar. Teilen Sie sich das Putting Green oder der Zutritt wird entzogen. Jeder Verstoß bringt 5 Strafpunkte. 5 Strafpunkte bedingen eine offizielle Verwarnung. 10 2 Wochen Zwangsarbeit. 15 öffentliche Auspeitschung. Plünderung und übertriebene Gewalt werden nicht toleriert und ziehen schärfste Bestrafung nach sich. Mhm. Öffentliche Auspeitschung. Ein Bier pro Mann und pro Mahlzeit, falls vorhanden. Ja, ich glaube, aber hier machen wir auch wieder Schluss und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht, ob wir uns rächen können oder ob wir auch drauf gehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao!